Die Leute nannten mich, egal ob Bus, Zug, Schule, Zombie-Gesicht, Aussätziger, Junge aus der Hölle. Es waren unterschiedliche Zuordnungen, die ich bekommen habe. Und jede hat wehgetan. Kommt anscheinend sehr, sehr oft vor, auch bei Kindern ganz stark ausgeprägt. Und bei mir war es halt so, dass ich einer der schlimmsten Fälle im deutschsprachigen Raum war. Kann man sich vorstellen, als hätte man den ganzen Körper Eiterwunden, Krusten und eingetrocknetes Blut und Risse, so dick wie Bierdeckel. Und das zu haben, diese Krankheit, war 20 Jahre Horror ohne Hoffnung. Ich habe mir im Dunkeln die Zähne geputzt, weil ich mein eigenes Spiegelbild gehasst habe. Damals, obwohl ich ja eh schon gewusst habe, ich krieg nichts auf die Reihe, also wirklich nichts, keinen Schulabschluss, keine Freundin, keine Ausbildung, kein normales Leben. Da habe ich mich dann gefühlt wie der größte Versager. Warum? Weil ich es nicht mal geschafft habe, mich selber zu töten. Kurz vor meinem 18. Geburtstag, wo mein Vater das Krankenhaus besuchte und mit dem Chefarzt sprach. Und mein Vater kam zurück mit Tränen in den Augen und er hat nur zu mir gesagt, das Einzige, was du tun kannst, Alex, ist zu glauben, zu vertrauen und nicht aufzugeben. Das habe ich zwar gehört und gespürt, aber wie mein Vater da weinen gesehen hat, haben wir gedacht, es gibt nichts mehr. Es gibt keine Flamme der Hoffnung mehr. Es ist wirklich alles zu spät. Ich sage, okay, wenn man dann Berg rauf geht, der auch in Salzburg als Suizidberg bekannt ist. Und wenn ich diese, glaube ich, 35 Meter da runterspringe, dann bin ich wirklich tot. Ich springe jetzt, mir reicht's. Es ist einfach Schluss und ich möchte mein Leben beenden. Doch meine Fleischwunden blieben am Geländer hängen. Und in diesem Moment wusste ich, dass es ein Zeichen ist, dass ich das Leben nochmal neu anschauen sollte. Freundin, so wie ich es im Video erwähnt habe. Und jetzt steht plötzlich da, alles vermag ich. Auf Deutsch, alles kann ich. Und durch den, der mir die Kraft gibt, also da gibt es jemanden zweiten, der mir die Kraft gibt, dass ich alles vermag. Und in meinem Kopf war immer, ich kann das nicht. Aber das erste Mal in meinem Leben spürte ich irgendwie, man kann alles durch diese Person Gott, dieses Wesen Gott, was für mich ja noch sehr eine vage Geschichte war. Und dann habe ich lernen müssen, selber zu akzeptieren, dass ich etwas kann, dass ich etwas schaffen kann, wo ich ja vorerst null Ergebnisse gesehen habe. Wenn man das ganze Leben schlechte Noten hat, bei anderen Leuten nicht gut ankommt, Selbstbewusstsein oder Selbstwert, wird ja auch gespiegelt durch Feedback von anderen, von unseren Gegenüber, von den Mitmenschen, von Freunden, Bekannten. Und bei mir war halt immer genau das Gegenteil. Also war ich wirklich überhaupt in keinster Form selbstsicher und schon gar nicht selbstbewusst. Und bei mir war es aber ganz interessant, weil mein Vater hat mir mal einen Löwen gezeigt und dieser Löwe war gefangen nicht im Tiergarten, sondern in einem Gasthof. Und ich habe meinen Vater gefragt, damals, glaube ich, mit 7 Jahren, warum der Löwe da so traurig aussieht. Ja? Weil der Löwe war für mich majestätisch, kraftvoll. Der hat gewusst, wer er ist. Also der ist selbstbewusst. Und der sah aber so ein bisschen geknickt aus. Und mein Vater hat gesagt, dieser Löwe ist traurig oder irgendwie in sich gekehrt, weil er vergessen hat, dass er ein Löwe ist. Und das war für mich damals als Kind schon sehr bewegend, das zu erfahren. Und das war auch dann in meiner Zeit, wo ich die Genesung erfahren habe, auch ein wichtiger Punkt, weil ich überlegt habe, okay, wie wirkt denn so ein Löwe? Und bin ich denn nicht auch so ein geknickter Löwe? Und dann habe ich die Bibelstelle gefunden, ich lese sie kurz vor. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Also welch eine Liebe hat Gott uns erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollten und wir sind das auch. All das habe ich lernen müssen, mich selber auch zu lieben und zu wissen, dass ich diese Liebe zuerst mir schenken sollte. Denn in der Bibel steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir müssen anfangen, uns zuerst uns selber zu lieben. Es steht nicht im Wort, liebe deinen Nächsten und Gott, sondern steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich habe das sehr ernst genommen und habe gesagt, okay,
Ich fange an, mich zu akzeptieren, egal wie ich aussehe, egal wie meine Noten sind. Es gibt einen Gott, der mich liebt. Und das war für mich der Wendepunkt, dass ich in mein Herzen gespürt habe, da oben gibt es jemanden, der alles für mich vorbereitet hat. Ich muss nur anfangen, mich selber so ein bisschen wie so ein kleiner Löwe, wie der Simba vom König der Löwen zu sehen. Und ich muss die ersten Schritte machen in der Liebe. Und mein Appell vielleicht an die Leute, die heute zuschauen, der Selbstwert kommt aus der Sicherheit und die Liebe, die Gott uns gibt. Und Gott sagt, es ist möglich. Aber wir müssen darauf Acht geben, was wir denken. Und in meiner Welt, ich bin halt dann immer durchs Leben gelaufen mit dem Gedanken, ich werde wieder krank, es kommt zurück. Und ich habe das ersetzt mit dem Wort Gottes. Ich bin geheilt in Jesus. Mir geht's gut. Ich bin geliebt. All diese Dinge, die in der Bibel stehen, habe ich in mein Leben übertragen. Und der Plan Gottes für uns steht eben in der Bibel. Und deshalb muss ich natürlich das Wort studieren und das Wort zu mir nehmen, wie die Bibel sagt. Das tägliche Brot. Man geht ja auch täglich duschen, man nimmt täglich Nahrung zu sich. Dann brauche ich ja auch täglich diese geistige Fitness. Ich brauche das täglich im Wort Gottes zu lesen. Und in diesem Wort habe ich einfach herausgefunden, dass dieser Gott A, einen Plan hat und B, mich abgrundtief liebt. Mehr als jeder Mensch mich jemals lieben kann. Geschenkt mit so einem kleinen Büchlein, christliches Buch über Heilung. Und dann habe ich mich halt selber auf den Weg dorthin gemacht. Also ich hatte ja anfangs auch nicht gewusst, dass es Kirchen gibt. Also ich kannte diese normale herkömmlichen Kirchen, gibt es ja bei uns in Salzburg viele davon und in Salzburger Land, aber ich war jetzt nicht so vertraut mit anderen Organisationen. Das heißt, ich ging halt wirklich auf die Suche im Wort Gottes. Und was ich sehr schnell gelernt habe, ist einfach die Beziehung zu Gott herzustellen, weil Liebe ist ja unbeweisbar. Und dasselbe habe ich einfach auch Gott gesagt. Es fällt mir schwer, dir zu vertrauen. Es fällt mir schwer, mich dir hinzugeben, weil ich ja so oft enttäuscht worden bin in meinem Leben. Wir müssen auch mit Gott ehrlich sein. Gott kennt unsere Gedanken, er kennt unser Herz. Und in der Bibel steht sogar, er kennt uns besser, wenn wir uns selber. Und das ist ja interessant. Das heißt, wir müssen uns Gott hingeben. Und das habe ich halt gemacht und gesagt, okay, das ist mein letztes Ticket, das ich habe, wenn wir schon beim Flieger sind. Ich schnalle mich an. Ich habe alles probiert. Ich war bei Tausenden von Heilern und Sehern und Hexern und Schulmedizinern und Ärzten und ich kann nicht mehr. Und das ist mein letzter Flug. Es gibt keinen Flug zurück. One way. Und jetzt nehme ich das Ticket und gebe es dir, Gott, und ich gebe mich dir ganz hin. Kann ich mit Gott ehrlich sein? Und ich habe gesagt, Gott, ich glaube nicht an dich. Ich kann das nicht. Ich tue mir schwer. Aber ich möchte es versuchen. Ich möchte alles auf diese Karte setzen, mit dir mein Leben zu gestalten. Und ich wünsche mir, wenn ich einen Wunsch hätte, zwei Dinge. Wenn ich nicht gesund werde, dass ich das Leben ertrage, dass ich einen normalen Job bekomme und vielleicht einmal eines Tages eine Familie habe und die mich so akzeptieren, wie ich bin, gesamt dieser Krankheit. Und wenn das Wenn du vielleicht, wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, habe ich gesagt, wäre natürlich mein absoluter Traum, dass ich komplett geheilt werde. Und wenn ich vielleicht noch ein bisschen frech sein darf, habe ich gesagt, lieber Gott, ich kämpfe da jetzt mit dir, dann möchte ich, dass du mir ein Zeichen gibst, dass diese Kruste auf diesen Finger abfällt. Und wenn das passiert, dann weiß ich, dass du da bist. Und das klingt jetzt für euch vielleicht banal, aber diese Kruste ist dann abgefallen und das war für mich der schönste Tag in meinem Leben. Ja, Herrgott, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, auch in Zeiten von Corona Beziehungen zu pflegen, auch online. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass wir nicht das Wunder suchen und nur des Wunders willen, dass wir Heilung wollen, Befreiung von dies oder jenes. Ich bete, dass wir den Wundergeber suchen. Ich bete, dass jeder jetzt dich wieder sucht, entweder von ganz neuem, wie es bei mir war, oder wieder vertiefter und wirklich dich sucht und mit dir Beziehung möchte, denn die erste Beziehung zu dir schafft diesen Freiraum, diese Freiheit, diese Liebe.
Und ich bete für jeden Einzelnen, dass er frei ist, auch ehrlich zu Gott. Unsere Wut geben, unser Ärger, unsere Enttäuschung, unsere Bitterkeit. Und vielleicht auch mal sagen, das stinkt mir bis da oben hin. Ich kann nicht glauben, ich kann nicht vertrauen. Aber ich möchte es. Ich möchte es probieren. Und dafür bete ich, dass jeder Einzelne zu Hause berührt wird. Dass dieser Funken wieder aufblüht. Diese Flamme des Glaubens, auch in Zeiten jetzt von Corona. Dass wir Hoffnungsträger sind. Und das nach außen tragen und dass jeder zu Hause sein kleines Wunder erlebt, in der Familie, in der Partnerschaft, in seinen persönlichen Beziehungen, in seiner Arbeit und da draußen. Und dafür danke ich dir, Jesus Christus. Amen.